Hallo, 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 da sind wir wieder. Ja, es gibt doch noch eine neue Folge oder noch ein paar mehr, weiß ich noch nicht. Das ist jetzt nur eine Aufnahme und mal gucken, was da noch so raus wird. So, eine kleine Änderung muss ich aber an dieser Stelle schon mal machen. Das wäre nämlich, das ist nachher beim Rendern ein klein wenig einfacher, wenn ich das mache. Moment, Moment, das haben wir gleich. Das haben wir gleich, in Momente. So, das ist nicht das hier, was ich meine, das ist, na, wo ist es denn hier? Nee. Was ist das? Ja, genau. So, mehr Color. Also die Farben sind hervorgehoben. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil der Cursor gerade so hübsch aussieht. Moment, das haben wir gleich. Keine Panik auf der Titanic. Das kriegen wir schon hin. So, standardmäßig sollte nämlich das Default-Paket dann verwendet werden. Sollte. Was es aber nicht tut. Na gut. Schade. War ein Versuch wert. So, zack. Na. Wow, strange, bro, strange. Nein, so, passt natürlich auch nicht zur Musik. So, so, das haben wir gleich, das haben wir gleich. Ich finde das mal ganz nett mit den Schädern, aber dass man hier nicht den Knopf hat, einmal direkt auszuschalten, finde ich ein bisschen schwach. So, jetzt, so, jetzt geht's weiter in der normalen Art und Weise mit etwas dramatischer Musik. Die Musik darf auch gerne wieder aufhören, also ich meine nicht die Musik von mir, sondern die Minenmusik. So. So, da sind wir auch wieder. Ich habe mir überlegt, wir können ja noch diese dieses Lagerhaus mal fertig machen. Und dem wollte ich mich mal so nebenbei so ein bisschen widmen. Ich habe jetzt noch nichts mehr großartig überlegt, was man hier machen könnte. Aber, naja, vielleicht die eine oder andere Sache können wir hier ändern. Das sind eher Kleinigkeiten. So. Zuletzt waren wir ja hier tätig, wo wir, wie weit, ich meine, da stöhne ich den Stein gebrannt haben. Gebrannt, Kindmarkt. So. Und, ne, Schäfchen, hab ich nie recht gehabt? Wir sind wieder da. Ja, ich bin doch auch stolz auf mich. Ja. Aber wir haben, haben wir. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt eine Werkbank drin haben im Lagerhaus, aber ich glaube, auf der zweiten Etage war eine. Aber die Nacht bricht herein und dann muss es so sein. Die Kuh steht auf dem Baum. Ja, das glaubt man ja kaum. Dass wir ins Bett müssen, sonst haben wir gleich ein Monsterproblem. Ein Monsterproblem haben wir dann. So, Steinziegel. Oh, schön viele. Jetzt wird Zeit, dass die Monster kommen. Ah, komm, wir neben den Nervenkitzel. Die Spannung. Werden wir es hinkriegen, bevor die Nacht hereinbricht, bevor uns die Creeper die ganze Bude hier einsprengen? Werden wir dieses hier hinkriegen? Ich bin mir nicht sicher. Aber das wird sich zeigen. Zeigen wird sich das, meine Damen und Herren. Zeigen wird sich dies und das und jenes vielleicht auch noch. Vielleicht das noch oder dies da oder jenes da. Ich weiß es selbst nicht. Aber eins ist klar, ich komme da oben nicht dran, oder? Ah, doch, jetzt. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Tja. Komm, kriegen wir das hin. So geschwind bauen wir den Stein dorthin. Uiuiui. Ah, ist ein bisschen tricky hier gerade, wegen den Zäunen. Aber ich glaube, wir haben gleich ein Monster vor bloßes Problem. Ich muss hier erstmal Fackeln anbringen. Sonst haben wir nachher hier noch Besuch von irgendwelchen Sprengmeistern. Und das wollen wir natürlich nicht. Oder wollen wir Sprengmeister in unserer Boots haben? Ihr vielleicht, ich aber nicht. Nein, war ein Spaß. Natürlich wollen wir das nicht. Weil ich euch den Appell einfach in den Mund lege. Ihr habt es nicht, so wollen sie ungefähr, könnte man das ausdrücken. So, yep. Gleich sind wir hier mit dem Dach fertig und wir haben gerade mal ein paar Minuten rumgebräucht. Okay, da war ich wohl ein bisschen optimistisch, was die Folge betrifft. Bin ja noch immer ein bisschen daran gewöhnt, dass mir das Spiel ein bisschen vordiktiert, was man so machen kann. Muss oder so. So, wie bei Minecraft ist das natürlich, beziehungsweise bei Minecraft ist das ganz anders. Ganz anders. Das ist so anders, dass selbst die Tiere ins Lagerhaus wollen. Sie wollen rein in die gute Stube hinein. Sie wollen hinein. Wollen Sicherheit sein. Und ich habe hier keine Möglichkeiten, Fackeln anzubringen. Oder doch. Oder doch. Oder doch. Und ich bring Fackeln an, denn die Spinne guckt hier hinein. Sie guckt rein.
Sie hat rote Augen, 8 an der Zahl, und ich renn zurück, denn ich hab große Angst. Ah, ein Creeper! Und noch einer! Scheiße, Alter, ich hab... Oh. Alter, geh weg! Spinne! Spider-Man, geh weg! Und in der Nacht gibt's ein Auf die Mütze. Nein! Immer wieder. Blöder Bogenschütze. Ha, leckt mich am Arsch. Ihr kriegt mich nie. Denn jetzt gehe ich ins Bett. Und morgen schaut der Tag wieder herrlicher aus. Mit der Maus im Bild. Ich weiß gar nicht, ob das in der Aufnahme zu sehen ist. So. Hier war doch gerade noch ein Skelett. Ah, hier bist du, mein Freund. Der brennenden Kalziumknochen. Ha. Juppio. Na, brennt sich schön? Ha! Erwischt. Und jetzt haben wir so ein unschönes Loch hier in der Landschaft. Oh Mann, das unschöne Loch in der Landschaft. Niemand will es haben und alles kostet's Geld. Niemand will das Loch in der Landschaft haben. Ach, wisst ihr was? Ich weiß jetzt nicht, ob die Erde dafür ausreichen wird. Ich glaube blöderweise nicht. Das ist natürlich auch wieder toll. Als hätte man nicht noch genug zu tun. Also, mit dem fertigen Dach, also ich meine so. Ja, jetzt können wir erstmal wieder Erde holen. Und da vorne haben wir wieder eine Spinne, die wahrscheinlich jetzt friedlich ist, aber von mir, dank meinem Zorn, immer noch einen auf die Fresse kriegt, auf ihre 8 scheiß Augen. So muss das gemacht werden, meine Freunde. So, und dann muss man natürlich nur noch wissen, wo die gute Erde ist, wenn man mal gute Erde hat, falls es keine schlechte Erde ist und es... Könnte sein, dass ich hätte gar nicht so weit laufen müssen. Ich glaube, wir haben nur Erde im anderen Schuppen. Ah, ne, hier haben wir da. 64 Erde, das reicht doch dicker aus, um dieses schäbige Loch zu füllen. Jupp, einfach mal mitnehmen. Die Spinnenfäden müssen ja hier nicht rumliegen. Ta-da-ta. Da-da-di-da-da. 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 Da-da-di gesehen, da-da nie gewesen ist. So. Es ist immer risikoreich, in der Nacht zu arbeiten. Man weiß es ja auch so aus dem realen Leben. Da denkt man sich, oh, arbeitet man in der Nacht und schon passiert irgendwas Unvorhersehbares. Also wie zum Beispiel Scharniere, die in der Innenseite sind, obwohl die Tür auch so aufgeht. Schon sehr seltsam, diese Welt. So, hier haben wir noch Erde. Klatsch ich mal alles hier in meinen Inventar. Das nehmen wir mal mit. So, dafür ist das Inventar. Ja, da. Haha. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Die Seile nehme ich mal mit. Die Eier könnte ich werfen. Vor Freude. Oder mir in die Hose hängen oder so. Wer weiß das schon? Aber eigentlich braucht man das ja nicht. Also, Eier in der Hose oder so. Oder doch. Ich glaube, das brauchte man doch. Aber ich meinte auch was anderes. Von daher, versteht, wie ihr es wollt. So, bababam. Ne? Schäfchen. So. Immer was essen hier. Früh am Morgen muss man ja immer gestärkt ans Tageswerk gehen. Und das Tageswerk ist heute faul dümpeln in der Sonne oder so. Ich habe noch gar keine Ahnung. So. Kisten sortieren will ich jetzt nicht unbedingt. Also das war jetzt nicht angedacht. So, hier haben wir noch viel gehabt. Haben wir noch gehoppt. So, wobei, kann ich doch mal machen. Ein bisschen die Kisten sortieren, so ein klein wenig zumindest. So, Werkzeug hier mal rausnehmen. Was nehmen wir denn hier? Kisten müssten wir ja eigentlich auch noch machen. Wobei, ich finde das hier ein bisschen übertrieben. Komm. Dann ist über... Moment, mach mal andersrum. So. Machen wir die Kisten oben weg. So, insofern da nichts drin ist. Obwohl da ja was drin ist. Ja, toll. Ich finde das ein bisschen übertrieben gerade. So. Beide Kisten abgeerntet. Ui, da fallen die ganzen schönen Items raus. Wie schön. Die ganzen Setzlinge, Grünzeug und Span und was weiß ich nicht, was wir da noch alles drin haben. So, gehen wir mal hier hin. Dann wird das unsere Pflanzenkiste. So. Immer wieder schön, so eine Pflanzenkiste. Grün mit dem Daumen oben drauf. Setzt die Musik plötzlich aus. Und sie setzt wieder ein. Währenddem wir
Zuckerrohr in unsere Kiste legen. Als wäre das nicht richtig falsch klingen. So. Moment, ich muss mal kurz, da wird nichts abgespielt. So, geht doch schon besser. Oh yeah. Aha. Dann reißen wir die Kiste da oben ab, meine Freunde. Mit der Musik dazu und dann gehörst du dazu. Dab, 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 dab. Errungenschaft erzählt. Dreimal auf Holz geklopft. Obwohl wir eigentlich nur unsere Kästen geleert haben, haben wir das erhalten dann. So, hier haben wir Öle, Erdo. Hey, Gott. Was habe ich denn hier sortiert? Ist ja richtig schön sortiert. Packen wir doch mal alles in eine Kiste. Dann muss man hier nicht alles hin und her tragen. Also ich bin ja richtig toll bei der Sortierung. Also wenn man mich für irgendwas ja belobigen will, dann auf jeden Fall dafür, dass ich die Erde fürsorglich ordentlich einsortiert habe. So. Baumstamm. Das passt zum Lied. Baumstamm. Da können wir nämlich die Kisten hier mal rein verfrachten. So. Zack. Und da haben wir schon keine Kisten mehr. Eine Schaufel haben wir nicht dabei, doch haben wir. Dann können wir die Erde schneller wegmachen, obwohl das überflüssig ist. Jo. Aha. Oh yeah, aha. So, hinten nochmal schnell die Erde rein verfrachten. Haben wir irgendwo Pfeile? Natürlich haben wir aus Langeweile hier auch mal ein paar Pfeile. So, nehmen wir das noch mit. Das. Mein Gott, die Musik geht aber gerade ab, Alter. Uiuiui, heilige Blumter. Heilige Mutter, wie kann das nur sein? Wir haben immer nur geglaubt, die Mutter sei heilig. Aber in der Metro haben wir nie dran geglaubt. Ich sag's dir. Davon kriegen wir Kratzenmalz, das ist ja unglaublich. Unglaublich, aber wahr. Räumen wir mal hier auch ein bisschen auf. Die Öfen brauchen wir hier nicht mehr, da habe ich nämlich eine andere Idee für. Dass wir die anders verfrachten werden. Nämlich. Hier rein. Na, wäre das mal keine lustige Idee? Haben wir so eine beleuchtete Untergrundaktion hier, ja, so ein Untergrunddingens, kennt man doch. Wobei, das sieht irgendwie nicht so doll aus. Ach komm, das passt schon. Dann haben wir hier Öfen. So, hier mal ein bisschen Kohle rein, dann noch ein bisschen Holzkohle. Ach, den Flint haben wir ja auch noch bei uns. Mal ganz schnell verschwinden lassen, das ganze Zeug. Den Flint können wir ja immer noch nur für Feuerstein und, Flint. Feuerstein ist Flint. Ich meine natürlich hier für Pfeile und ein Feuerzeug verwenden, aber das braucht man nicht so wirklich. Oh, ein Freund der Zombie. Hey, boah, geh aus meinem Lager. Verlager dein Quartier einfach mal woanders hin. Ich weiß ja nicht, wo der herkam. War das hier zu dunkel? Könnte das sein, dass das hier zu dunkel war? Ich guck mal kurz. Aber die Grafikeinstellung sagt, es ist düster. Hm, komisch. Naja. Wer weiß, warum der Zombie da war. Vielleicht, weil es ein Zombie ist und ich Angst vor ihm habe und hysterisch rumrenne, als würde ich sagen, ich habe Angst vor ihm. Und hätte nicht mehr alle beisammen oder so. Wer weiß. Vielleicht kam er auch nur so vorbei, weil er so lange nicht mehr von uns gehört hat. Er hat uns schon vermisst. Deswegen war er ein bisschen angepisst, als wir ihn gedisst haben. So, hier haben wir auch noch Pfeile, mein Gott. Knochen haben wir, Pfeile. So, aber ich glaube, das war's dann mit dem Umsortieren hier. Man soll nie den Tag vor dem Abend loben. Oh, wir haben 6 Diamanten, nice. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir Diamanten haben. Ich habe da gerade zwar die ganze Zeit irgendwie drauf gelünst, so mit dem Auge, so glupsch, aber nee, nicht gesehen. Manchmal sieht man auch nur das, was man sehen will. Und das ist in der Regel sehr seltsam. Manchmal seltsam. Manchmal schön. Manchmal muss man etwas Zombiefleisch essen und ist dann halbwegs vergiftet. Scheiße.
Oder nimmt auch keinen Schaden, das ist dann auch sehr nett. Kann ich auch mitleben, ja. So, sogar besser als ohne. So, so, das noch einsortiert. Was haben wir denn noch so? Der Hunger ist ein 10. Muss. Die Vergiftung ist ein 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uns geht's wieder gut. Ah, ich glaube, das ist erhöhter Hunger, den wir dann haben. Das ist gar nicht mehr Vergiftung. Das wurde scheinbar geändert. Interessant. So. Jetzt haben wir tausende von Äxte. Also Äxten. Also wie der Typ aus Borderlands 2. Davon haben wir 2000 Stück in unserem Inventar. Mein Gott. 1000. 1001. 1002. 1003. 2000. So, ich habe mich verzählt. Ihr habt es gemerkt. Tut mir leid. Kann passieren. Auch ein Profi oder auch einem Nicht-Profi kann das mal unterlaufen. Ne? Und wieder einmal bricht die Nacht herein. Wie schick und fein muss das sein? Ich habe doch noch gar nichts gemacht im Grunde. Ich bin doch nur am Rumsortieren und schon wieder bricht die Nacht herein. Wo kommen wir denn da hin, wenn die Nacht schon wieder reinbricht? Es wird zu dunkel und da kommen die ganzen Monster. Die haben uns letzte Nacht einfach ein Loch hier in unseren Vorgarten gesprengt. Das mag ich nun mal gar nicht. Habe ich nicht recht, Schäfchen, wenn ich einen Appell an dir rede und dir schon die Antwort in den Mund lege? Das ist kein Grund, sich wegzudrehen. Ja, du weißt, dass ich recht habe. Stimmt doch, Schäfchen, oder? Ja, es nickt. Also gehen wir jetzt ins Bett. Dann kommen die Monster nicht. Und dann müssen wir nicht wieder darüber reden, dass wir gestern Nacht ein Monster, ein Creeper, unseren Vorgarten zerstört hat. Ach ja. Und am frischen Morgen stehen wir auf und gucken uns die Decke an, weil wir es können. Nein. So, ich weiß ehrlich gesagt, muss ich mal gerade was gucken. Ich brauche dafür eine Schaufel und ich habe nur eine. Moment. 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 Geht sofort weiter. Moment. Moment. Yo. Moment. Yo. Ach komm, wir haben genug Eisen. Ich glaube, wir hatten auch mal ein Eisenproblem. Kann das sein? Schwebt mir irgendwie so vor. 1, 2, 1, 2. So. Machen wir mal 3 Schaufeln. Einfach, weil wir... Weil ich der Annahme bin, wir brauchen so viele Schaufeln. Das ist doch mal ein Beweggrund, der toll ist und wirklich gründlich hinterlegt mit Fachwissen. So. Oder mit gründlich tiefgründigen, nachvollziehbaren Argumenten, welche dann so exorbital sind, dass man meinen könnte, ich wäre schlau. Oder zumindest sehr gebildet, was man meinen könnte, wenn ich rede. Was auch gar nicht der Fall ist. Also zumindest, wenn ich rede, rede ich manchmal viel. Aber das wisst ihr ja selbst. Ich höre schon wieder einen Zombie. Ich höre schon wieder einen Zombie. Zombie. Cool, wo hast du die Zombie, den Zombie versteckt? In deinem Euter? Dann guck mich nicht so scheinheilig an. Ich habe den doch gerade gehört. Na komm, ist doch unter uns. Also nicht wie die alte Doku-Soap. Nein, ich meine, ach, egal. Schnaub mich nicht so an. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Zombie ist, aber der kommt nicht raus. Ich höre ihn knurren. Irgendwo hier ist doch ein Zombie. Zombie, Bombi, Bombay, Bombay. Komm der Zombie her. Wo ist der Zombie? Wo ist der? Ist der etwa hier im Berg? Ich höre ihn doch. Oh ja, auch eine sehr nette Musik. Wo ist denn der Zombie, meine lieben Kinder? Wo ist denn der Zombie? Wo haben wir denn unseren neuen Freund, den Zombie? Hey, wir hören ihn noch alle. Habt ihr ihn schon gesehen? Nein, ich auch noch nicht. Hm, dann machen wir uns mal weiter durch den schönen Wald hier. Vielleicht finden wir den schönen Zombie. Hallo Zombie, wir hören dich, wo bist du denn? Vielleicht ist er ja in Not unter Erde verschüttet und will gerade wieder raus und will uns das mitteilen. Nur leider ist er so verrottet, dass er das nicht mehr mitteilen kann. Deswegen macht er nur dieses knötterige Geräusch. Oh, wo ist denn dieser Zombie? Ich höre ihn doch immer noch. Wo bist du denn, kleiner Zombie-Mann? Wie ist denn dieser Zombie-Mann dran? Komm noch raus, wir wollen mit dir spielen, mit dem Schwert in der Hand. Elegant und charmant hau ich's dir in den Kopf und danach in den Kropf. Na komm, wo bist du denn? Ich glaube, der ist wirklich hier im Berg. Verdammt, da kommen wir doch gar nicht ohne weiteres an ihn ran und ich will nicht den halben Berg umschaufeln. Hm, liebe Kinder, manchmal muss man auch damit rechnen, dass man nicht alles erreichen kann, was man will. Und das ist natürlich jetzt in unserem Fall der arme Zombie. Er wollte leider wieder rauskommen, wir hören ihn. Er röchelt, aber wir können leider nichts für ihn machen. Aber er wird das schon schaffen. Der ist ja untot und das schadet ihm nicht mehr.
Er geht uns höchstens mit seinem komischen Gekröchze noch auf den Eier oder ich euch. Aber wer will das schon hören? Oder wer meint, dass ich euch um sage? Ich doch nicht. Und wir haben einen schwebenden Baum. Wie exorbital ist das denn? Denn es ist wirklich orbital. Denn es ist nicht Boden und das heißt Orbit. Egal. Aber genug jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr durch das viele Phase, wo ich gerade hin wollte. Ich wollte irgendwo hingehen, wo man meint, dass unsere Arbeit zu schätzen zu wissen ist, meine Freunde. Und dafür hätte ich vielleicht eine Axt mitnehmen können, habe ich aber nicht. Das war nicht so schlau, stimmt's nicht, kleine Hühnchen? Hühnchen gibt keine Antwort. Wir müssen zurück in unser Lagerhaus. Aber da werden wir auf jeden Fall eine Axt finden. Diese Axt wird scharf sein und für unsere Aufgaben total überqualifiziert. Ach, wie schön das doch ist. Nimm dir eine Schaufel. Und die Musik wird immer lauter und ich habe irgendwie das Gefühl, der Hunger steigt immer enorm oder ich renne zu viel. Das ist ja nicht zu glauben, es ist unfassbar, weil es nur Worte sind. Oh Gott, was erzähle ich euch hier? Schon wieder dieses seltsame Hühnchen, was uns nicht mal antworten kann. Mann, Mann, Mann. Und ein schwarzes Schaf. Es gibt immer ein schwarzes Schaf in der Familie und da haben wir eins. Nur das Komische ist, es hat keine Familie. Es hat gar nichts. Es hat uns. Ha, vielleicht sind wir ja deine Familie. Wer weiß das schon? Wir haben uns noch nie selbst gesehen. Aber das könnten wir mal nachholen. Aber wahrscheinlich drücke ich jetzt die falsche Taste dafür. Natürlich drücke ich die falsche Taste. Was hätte ich auch anders erwarten können? Doch bevor ich euch noch weiter mit dieser etwas seltsamen Stimmlage auf den Sack gehe, hauen wir einfach mal diesen Baum kurz und klein. Oh ja, dieser Baum muss sein. Es ist wirklich komisch zu sehen. Wir haben immer schon diese Bäume gefällt. Seit Millionen haben wir diese Bäume gefällt. Ich fand diesen Baum zwar recht hübsch, aber wir brauchen ihn nicht mehr. Wir müssen verschwinden. So. Wir können hier nicht laufen. Das ist unglaublich. Immer diese Bäume, Natur wächst dort, wo wir sie nicht brauchen. Auch wenn sie nicht realistisch ist, ist sie dennoch realistisch genug, uns auf die Nerven zu gehen, wenn wir hier entlanglaufen wollen. So, was haben wir denn hier? Wir haben Bachholz, Achenholz, um genau zu sein. Aber so genau wollten wir das gar nicht wissen, oder ihr? Jetzt steht der Baum uns schon wieder im Weg. Es ist nicht zu glauben. Dafür haben wir einen Setzling gefunden. Das ist wirklich schön mitzusehen. So, denn ich hätte mal gerne Zaun, hätte ich gerne, aber den habe ich gerade natürlich nicht mitgenommen. Schön, aber schade, aber Mist. Laufen wir einfach mal zurück. Holen uns etwas Zaun aus der Kiste. Und dann? Und dann? Fällt mir noch ein Baum. Weil wir es einfach müssen. Weil das ist mir nämlich ein bisschen zu eng. Das sieht zwar schön aus, aber es ist ziemlich eng. Da kommt man nicht wirklich durch. Hier, das ist so unschön. Das ist wirklich unpraktisch. Ja. Und wir liefen zurück, weil wir eine Treppe brauchten. Eine Treppe wäre auch nicht schlecht. Genau wie Zaun. Zaun wäre auch nicht schlecht. Ach ja. Dieses komische Hühnchen wartet jetzt. Seltsames Hühnchen. Sehr seltsam.